Berlin. Hier entstand ab 1884 der Sitz des Parlaments und damit der wichtigste Ort der deutschen Demokratie, das Reichstagsgebäude. Sein zentraler Standort war am damaligen Königsplatz neben dem Brandenburger Tor. Der Architekt Paul Wallot entwarf das Gebäude im Stil des damaligen Historismus, einer Mischung aus italienischer Hochrenaissance, Neobarock, klassizistischen und sogar gotischen Stilelementen, die er mit moderner Technik verband. Der quadratische Bau mit den markanten vier fast wehrhaft anmutenden Ecktürmen spiegelt die Renaissance wider. Dagegen war die Kuppel aus Glas und Stahl Hightech des 19. Jahrhunderts. Sie überwölbte den zentralen Ort des Reichstags, den Plenarsaal. Am 27. Februar 1933 wurde das Innere des Reichstags Opfer von Flammen. Der Plenarsaal brannte fast völlig aus. Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Im Zweiten Weltkrieg folgten weitere Zerstörungen. Im Zuge der Teilung Deutschlands wurde, wenige Meter von seiner Ostseite entfernt, das Symbol der Teilung errichtet, die Berliner Mauer. Erst in den 1960er Jahren setzte die Bundesrepublik die Ruine aufwendig instand, zunächst noch ohne Kuppel. Diese entstand endlich nach der Wiedervereinigung. Dabei stellte erst der 27. Entwurf des Architekten Norman Foster die Auftraggeber, das gesamtdeutsche Parlament, zufrieden. Am 8. September 1999 tagte der 14. Deutsche Bundestag erstmals unter einer neuen, begehbaren Glaskuppel.